Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Das Kniegelenk besteht aus drei Gelenkbinnenräumen. Wir haben hier wieder ein Modell vom Kniegelenk. Schauen wir uns diese drei Binnenräume einmal an. Wenn wir die Kniescheibe hier zur Seite klappen, dann haben wir auf der Außenseite des Kniegelenks zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelknochen den ersten Binnenraum, dann getrennt durch das Zentrum, wo sich die Kreuzbänder befinden, einen zweiten Raum, ebenso zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelknochen. Und wenn wir die Kniescheibe wieder zurück ins Gleitlager klappen, dann sehen wir den dritten Raum, nämlich zwischen Kniescheibe und Oberschenkelknochen. Das Problem ist, dass dieser dritte Gelenkbinnenraum die schlechteste knöcherne Führung hat. Erst mit zunehmender Beugung des Kniegelenkes, wie wir es hier sehen, spurt die Kniescheibe in dieses Gleitlager ein und gewinnt an Stabilität. Wenn wir das Kniegelenk dagegen wieder zunehmend strecken, dann sehen Sie, dass die Kniescheibe völlig instabil hin und her wackelt. Umso wichtiger ist es, gerade im gestreckten Zustand dem Kniegelenk eine optimale muskuläre Führung zu geben. Der wichtigste Muskel für die Stabilisation des Kniegelenkes ist dabei der sogenannte Vastus medialis Muskel, der hier auf der Innenseite des Oberschenkels verläuft. Und wie Sie diesen Muskel am besten auftrainieren, das zeigen wir Ihnen jetzt. Viel Spaß! Als nächstes kommen wir zu einem Stabilisationstraining für die Knie, für die Kniescheibe. Wir fixieren das, indem wir den Oberschenkel anspannen. Der Oberschenkel ist vierteilig, wir nehmen den inneren Anteil und ich habe da eine Kleinigkeit vorbereitet. Wir nehmen ein Gummiband, fixieren das irgendwo und werden dann das Gummiband auf die Länge ziehen. Standbein ist fest am Boden, das Spielbein wird außen rotiert und das Spielbein wird angespannt. Wir sehen automatisch, wie sich der innere Anteil des Oberschenkels, der Vastus medialis, anspannt und bringen das Seil auf Zug. Wir bringen das Seil auf Zug. Verschiedene Seilfarben oder Gummifarben sind verschiedene Stärken, sodass wir auch Progressionen einbauen können. Das heißt, wenn wir damit sehr gut schon sind, können wir da auch eine andere Farbe wählen oder das Gummiseil einfach weiter dehnen, sodass der Anspruch höher wird. Wenn wir das geschafft haben, eine zweite Übung wäre, wir nehmen uns einen Ball, pressen den zwischen den Knien ein. Wichtig ist, die Achse bleibt über den Mittelfüßen, gehen hier ganz fest rein und kontrahieren die Oberschenkel, sodass der Druck nach hinten läuft. Zu vermeiden wäre eine X-Beinstellung, also Knie über den Mittelfuß. Dabei kann man auf und nieder gehen, leichte Kniebeugen machen oder wir bewegen uns in kleinen Schritten vorwärts oder rückwärts oder vorwärts, indem wir ganz leicht den Druck lassen. Zu vermeiden ist, dass der Ball fällt. Höherer Anspruch ist es, wir nehmen Medizinbälle mit 1, 2, 3 Kilo und müssen dann den Druck dementsprechend erhöhen, sodass der Ball immer schön zwischen den Beinen bleibt. Kompression da und wieder üben, üben, üben. Viel Spaß dabei!